Es stürmt und ächzt und knackt draußen. Wir sind im Herbst angekommen und somit auch bei Rockhard Nummer 413. Zum ersten Mal seit dem Jahr 2000 haben wir Running Wild auf dem Titel. Also zum ersten Mal seit 21 Jahren. Dazu haben wir diesmal eine Running Wild CD, exklusiv nur bei diesem Heft. Und zwar heißt die New Gems and Live Treasures. Da sind zwei Songs vom neuen Album drauf und vier Tracks von einem Live-Auftritt. Und zwar vom Wacken Open Air 2018. Die gibt es also diesmal dazu. Heft kostet das gleiche, ist also quasi gratis. Wir springen direkt in die Story. Matthias Mahner hat sich mit Rolf unterhalten über keine Experimente und keine Kompromisse und wie die Platte aufgenommen wurde. Dazu gibt es einen Einblick in Rolfs Schatzkammer, was sich alles so angesammelt hat über die Jahre, was da alles an Husarenregiments Outfit zusammengetragen wurde und ja, witzige Story von Matthias. Rolf kommentiert die CD auch. Dann haben wir noch Jörn Rüther von Remedy Records dazu interviewt, der sich an die Anfangstage von Running Wild erinnert. Und den Schlagzeuger von Running Wild, Michael Wolpers, haben wir auch auf zwei Seiten interviewt. So, weiter geht's mit Dream Theater, die ebenfalls eine neue Platte am Start haben. Das hat Andreas gemacht, die Story. Dann haben wir noch eine Mastodon-Story, natürlich von Ronny, der riesen Mastodon-Fan ist. Da kommen wir gleich auch nochmal zu der Platte. Interessante Farbwahl beim Bandfoto. Finde ich eigentlich ganz geil, mal was anderes. Dann die Düstermetaller von Cradle of Filth, auch schon seit 92 am Start. Sieht man hier an der Seite mal, was für eine Diskografie die schon aufzuweisen haben. Die Story hat Jan Jedeke gemacht. Weiter geht's mit Tom Morello, der ein neues Album solo am Start hat. Dann haben wir noch Massacre, Joe Bonamassa, UDO haben eine neue Platte gemacht. Die Story stammt von Frank Schäfer. Dann unser Fußballspezialist Buffo hat sich mit Heaven Shall Burn über ihren Verein Carl Zeiss Jena unterhalten. Haben wir ja schon öfter gehabt. Diesmal Heaven Shall Burn und Carl Zeiss Jena. So, dann geht's weiter mit Gus G, Bullet for my Valentine. Was habe ich mir hier noch angemarkert? Unleashed. Die Alt-Todesmetaller-Veteranen aus Schweden haben ebenfalls eine neue Platte am Start. No Sign of Life heißt die. So, dann schauen wir mal weiter. Lucifer. Matthias hat sich mit der Band in Berlin getroffen und über das neue Album Lucifer 4 oder 4 gesprochen. Ist natürlich selbstredend die vierte Platte der Schweden und deutschen Co-Produktion. So, dann kommen wir zu einem Special. Wir haben ein Polen-Metal-Special und da geht es nicht nur um Bands wie Behemoth oder Vader, sondern um auch andere Kapellen dort wie Korba, Mama, Non-Iron und so weiter. Und TSA oder TSA, da hat Matthias natürlich wie immer mit diesen Bands über den Eisernen Vorhang damals gesprochen und wie es früher war, sich dort als Heavy-Metal-Fan und Band zu bewegen. So, Bonded haben eine neue Platte. Dann haben wir noch, ja, das Album des Monats. Da sind wir dann wieder bei Mastodon. Die haben nämlich diesmal das Album des Monats komponiert. 9 Punkte gibt es von Ronny. Also das läuft hier rauf und runter in diesem Büro, wo ich gerade sitze. Er ist noch nicht da. Aber wenn er kommt, macht er die garantiert wieder an. Danach kommt Dream Theater, Bonded auf Platz 3. Sogar Glückwunsch nach Dortmund, Jungs. Unleashed auf 4, Count Raven 5 und dann kommt noch Joe Bonamassa auf 6. So, dann haben wir natürlich noch die Rezis und irgendwas noch. Ach ja, live. Ja, wir hatten ein Festival, habe ich ja letztes Mal schon erwähnt gehabt, dass das ganz gut gelaufen ist und wir waren auch ziemlich begeistert von dem Zuspruch. Hier gibt es dann den dazugehörigen Bericht. Entschuldigung, ich war schon bei Thorsten Seifert, der die Fotos geliefert hat. Danke dafür, Thorsten, hast du mal wieder super gemacht. War schön, wir hoffen natürlich nächstes Jahr wieder in voller Montur dort aufschlagen zu können. Dann haben wir noch ein Live-Rezi von Kadaver aus München. Ronny und ich haben es uns in Dortmund angeguckt, war eine super Show, aber das ist man von Kadaver auch nicht anders gewöhnt. Dann waren wir noch beim Stormcrusher Birthday Konzert, da war Ludwig Krammer, dort spielten Bands wie Chapel of Disease, super Live-Band, auch super auf Platte, eigentlich immer super. Und Lord Vigo sowie Wheel. So, dann sind wir allerdings auch schon wieder durch mit Rockhard Nummer 413. Diesmal mit dem ersten Running Wild Titel seit 21 Jahren und einer dazugehörigen exklusiven CD. Ich hoffe, ihr kommt heute gut durch den Sturm.
und gut durch den Herbst. Wir sehen uns dann im November wieder, wenn es wieder mal heißt Rockhart, neue Ausgabe. Macht's gut, bis bald und ja, diesmal wohl Black Metal, ne?